Das heutige Fest wird in der Kirche seit ungefähr dem 2. Jahrhundert gefeiert, also Anfang des 3. in manchen Kirchen. Aber offiziell ist es nicht so lange her, dass wir das feiern. Aber das war schon lange die Überzeugung, vor allem im Volk Gottes, aber auch der großen Theologen der Kirchengeschichte, dass Maria jemand Besonderes sein muss. Nicht nur, weil Gott sie auserwählt hat, sondern vielleicht aus einem Grund, der nicht so offensichtlich ist, aber der im Dialog mit den evangelischen Kirchen sehr deutlich wird. Ich kann mich erinnern, dass ein Bekannter von mir einmal gefragt wurde, warum ihr Katholiken so Maria verehrt. Und darauf hat er gesagt, ja, wie kann man die nicht lieben, die uns Jesus gebracht hat? Und ich glaube, dass das der einfachere Zugang ist für das, was Maria eigentlich für uns bedeuten sollte. Klar, sie ist die Mutter Gottes und hat verschiedene Titel, aber das ist mir persönlich nicht so wichtig. Ich habe da nicht seinen persönlichen Zugang. Wenn du einen hast, freut mich für dich. Ich habe es nicht so. Für mich ist es vielmehr die, die Jesus in diese Welt gesetzt hat, hinausgetragen hat, uns geschenkt hat. Und wenn wir heute aus der Offenbarung des Johannes hören, einen bisschen kryptischen Text, geht eines unter, weil da wird von einer Frau berichtet, die zu leiden hat, und sie wird sehr oft mit der Maria gleichgesetzt. Das ist aber nicht die Absicht des Verfassers der Offenbarung des Johannes gewesen. Die Frau, die hier dargestellt wird, ist die Kirche. Maria steht auch für die Kirche. So kann man sie auch mit dieser Frau identifizieren. Aber die Absicht des Verfassers war eine andere. Darzustellen, was die Kirche eigentlich ist. Aber wenn man dieses prächtige Bild von der Verfolgung dieser Frau, der Kirche, liest, verliert man eines aus den Augen, was Einleitung zu dieser Lesung war. Es steht nämlich, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade des Bundes sichtbar. Und dann kommt diese Geschichte von der Frau, von der Kirche. Also die Lade des Bundes ist für die Christen damals etwas sehr Wichtiges gewesen. Also viele stammten noch von den Juden, wie die Offenbarung des Johannes verfasst wurde, und sie haben es gleich gesehen, worum es geht. Das ist das Größte, was Gott uns Menschen schenkt. Nicht die Bundeslade, sondern der Bund selbst mit uns. Mit seiner Kirche. Ein Bund, der jedes menschliche Verstehen übersteigt, aber der auch für dich persönlich wesentlich sein kann. Weil Gott hat nicht nur mit einem abstrakten Volk diesen Bund geschlossen, mit dem Volk Israel oder mit der Kirche, man kann es deuten, wie man will, ist nicht so wesentlich, sondern vielmehr will Gott seinen Bund mit dir schließen. Er hat ihn schon geschlossen durch die Taufe. Und wir als Kirche sind dazu berufen, eines zu tun. Diesen Bund einfach zu leben. Und dieser Bund, das sind nicht die Vorschriften, die er uns aufbürdet, irgendwelche Verhaltensweisen, die du befolgen solltest, sondern etwas ganz anderes. Und was dieser Bund ist, zeigt sich, so nach meinem Empfinden, sehr gut im Leben Mariens. Es ist ein Bund, wie es damals war, wie der Engel zu ihr gekommen ist. Wo Gott nicht selber erscheint. Wir wissen das aus der Bibel, wenn Gott erscheint, da tobt die Erde. Man braucht nur das Alte Testament lesen, wirklich die
wenn Gott zu den Menschen kommt, zu seinem Volk, da bebt die Erde, Berge spucken Feuer aus, es ist ein schrecklicher Lärm und so weiter. Gott kommt zu Maria ganz anders. Er schickt ihr einen Engel. Einen, vor dem sie keine Angst haben muss und kann. Einer, bei dem es auch klar ist, er wurde von Gott gesandt. In seinem Auftrag. Und was fragt Gott eigentlich Maria? Klar, also im Vordergrund steht, ob sie ihren Sohn gebären will, seinen Sohn gebären will. Aber da ist viel mehr drinnen. Da geht es um diesen Bund, den Gott mit ihr schließt. Einen Bund fürs Leben. Und dieser Bund, der mit ihr geschlossen wurde, bewahrt sie nicht vor Leid, bewirkt vielleicht im Moment Freude, schickt ihr auch Menschen auf den Weg, die ihr beistehen werden, die Apostel und viele andere Freunde, die mit Jesus unterwegs waren. Dieser Bund schenkt ihr auch einen Sohn, den sie lieben kann, der auch sie liebt. Er verändert in ihrem Leben ziemlich alles. Obwohl nach außen hin ist sie immer noch eine ziemlich arme Frau. Ihr Ehemann ist auch nicht besonders wohlhabend und kein besonderer Mensch. Ihr Sohn sticht schon ein bisschen raus. Aber für viele Menschen damals war es nicht ersichtlich, dass Jesus jemand Besonderer ist. Sonst würden sich alle bekehren, haben nicht gemacht. So, nach außen hin verändert sich in ihrem Leben nicht besonders viel. Aber sie bleibt bei Jesus. Sie bleibt bei Gott ihr ganzes Leben lang und darüber hinaus. Und wenn du dich entscheidest, heute neu diesen Bund mit ihm wahrzunehmen, ich habe gesagt, durch die Taufe schließt er den Bund mit jedem von uns. Wenn du dich dazu entschließt, kannst du denselben Weg gehen, wie Maria gegangen ist. Also nicht so sehr ein Weg des Leidens oder ein Weg der Freude, sondern, das passiert im Leben alles, sondern ein Weg mit Gott. Ein Weg, wo du nie alleine sein wirst, was auch kommt. Ein Weg, der aus dir einen Menschen machen wird, der mehr ist als jetzt. Einen Menschen, der die Weltgeschichte verändern kann. Ich weiß, das klingt naiv. Ich mag ein bisschen jung sein, so jung bin ich auch wieder nicht. Aber, und junge Menschen neigen zu Naivität, ältere Menschen sind eher so schon aufgeklärt und vom Leben enttäuscht manchmal und wissen es besser. Aber Gott will mit dir diese Welt verändern. Ist die Frage, ob du das glauben willst. Ob in deinem Leben etwas ist, was du verändern möchtest, dass es besser wird. Mag sein, dass dein Leben toll ist. Glückwunsch. Aber es gibt sicher etwas, was noch besser sein könnte. Und wenn dein Leben schon perfekt ist, ja, dann hast du schon Raum, um sich für andere einzusetzen. Und dieser Bund mit Gott ist etwas Besonderes. Es sollte sich auch in jeder Ehe zeigen, die auch so ein Bund ist. Ein Bild, also eine jede christliche Ehe sollte ein Bild für die Kirche selbst sein. Ist sie so oft nicht, weil die Kirche auch nicht so ist, wie sie sein sollte, sehr oft. Schwierigkeiten gibt es überall. Aber das soll uns darüber nicht hinwegtäuschen, was Gott mit uns vorhat. Was Gott mit dir vorhat. Wann hast du ihm das letzte Mal diese Frage gestellt? Gott, was hast du mit mir vor? Es ist eine wichtige Frage. Weil der Bund, den er mit dir geschlossen hat, bleibt. Er ist treu, wie er Maria treu geworden ist, gewesen ist und immer noch ist. Aber was du daraus machen wirst, ist in deinen Händen.
Und das heißt jetzt nicht, dass du jetzt übereifrig alle Gebote befolgen sollst. Also das ist empfehlenswert. Also aus meiner bescheidenen Erfahrung, es ist gut, Gebote zu befolgen, damit es klar ist. Aber das ist nicht die Absicht des Bundes, den Gott mit uns schließt. Die einzige Absicht Gottes dabei ist, dich glücklich zu machen. Das ist das Einzige, was Gott für dich will, dein Glück. Maria konnte es glauben. Ich vermute, viele von euch hatten auch solche Momente in ihrem Leben, wo man sagen konnte, ich glaub's, Gott will mir Gutes. Aber dann kommt der Alltag und viele Sachen, die man erledigen muss. Und dieses Bewusstsein schwindet manchmal. Und wir feiern in der Kirche Feste nicht ohne Grund. Jede Eucharistie ist eine Erinnerung an das, was geschehen ist, ist eine Vergegenwärtigung dessen, was geschehen ist. Und so ist dieses Fest auch eine Vergegenwärtigung dessen, was mit Maria geschehen ist, jetzt in deinem Leben. Schenk ihm endlich den Glauben, dass er dich glücklich machen will. Halte nichts mehr zurück vor Gott. Es ist nicht notwendig, weil, wie Papst Franziskus das immer wieder predigt, Gott die barmherzige Liebe ist. Er ekelt sich nicht vor unseren Sünden. Er schaut uns nur an und kann nur eines machen, uns lieben und uns etwas vorschlagen, was unglaublich ist. Einen Bund, der durchs Leben trägt, einen Bund, der zum Glück führt. Und das heißt nicht, dass du vielleicht alle deine Ziele im Leben erreichen wirst, die du dir jetzt gesetzt hast in der letzten Zeit oder im Laufe des Lebens, sondern etwas ganz anderes, dass du glücklich sein wirst. Ich wünsche euch wirklich vom ganzen Herzen, dass ihr den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat, neu findet. Begebt euch auf diese Suche und fragt vielleicht Gott, was er für euch vorbereitet hat. Dann wird es uns auch so ergehen wie Maria. Und ich glaube, ihr geht es ziemlich gut. Wenn sie im Himmel ist, muss es ihr gut gehen. Und das ist, was wir heute auch bekennen, dass die eine ist, die schon bei ihm ist, ganz, mit Leib und Seele. Und so kannst auch du sein bei Gott, schon hier mit Leib und Seele. Und dann nach der Auferstehung der Toten mit einem neuen Leib und immer noch derselben Seele. Das wünsche ich euch vom Herzen.